habe gedacht, wir sind ja heute so ein Frauenabend hier. Sind auch Männer da? Ja, toll. Sind freiwillige Männer? Guck mal, ich wollte mal über so ein Frauenthema sprechen dann, wo auch Männer da sind. Baumarkt ist für mich auch ein Frauenthema. Ich bin irgendwie umgezogen und dann musst du als Frau, wenn du umziehst, musst du auch in den Baumarkt gehen auf einmal. Ne? Das ist so, vorher war Baumarkt immer für mich ein bisschen wie so ein... Ja, wie so ein Volksmusikkonzert, ne? Ich hatte schon gewusst, dass es das gibt, aber ich hatte noch nicht ganz genau kapiert, warum irgendjemand da freiwillig wohl hingeht, ne? Das ist jetzt, wo ich umgezogen bin, komplett anders. Ich gehe jetzt total oft in den Baumarkt. Also ich gehe wahnsinnig oft. Ich war so oft schon im Baumarkt. Wir sind so, der Baumarkt und ich, ja? Also von meiner Seite aus, ne? Ich war ja schon so oft da, ich war schon mehrfach Mitarbeiterin des Monats, ja? Ich gehe zweimal am Tag in den Baumarkt. Zweimal an einem und demselben Tag. Das machen ganz viele Frauen. Du triffst auch immer dieselben Frauen wieder am selben Tag. Ne? Du gehst hin und kaufst was ein, dann fährst du nach Hause, dann zeigst du das, dann fährst du mal zurück, tauschst du um, weil total falsch. Ja. Da brauchen die Männer jetzt gar nicht so bescheuert zu lachen. Ja? War hier schon mal eine Frau im Baumarkt hier? Ja, ne? Mit Mann oder ohne Mann? Ohne. Beides. Was denn besser? Ohne. Na, es ist anders, sagen wir so. Also ich meine, als Frau gehst du zweimal, aber mit Mann brauchst du trotzdem länger. Ja? Der will ja einmal alles anfassen. Da willst du gehen, dann wird er noch mal in die Bosch-Ecke ein bisschen spielen. Ich war mal mit meinem damaligen Freund, war ich im Baumarkt, 2-3 Viertelstunde. Wir haben einen verschissenen Hammer gekauft. Nach 2-3 Viertelstunde habe ich mich auf den Brustwarzen zur Kasse gerobbt. Ja? Hör ich von meinem Freund in der Schlange hinter mir. Ah, ich will aber noch gar nicht wieder nach Hause. Das ist ganz, wie geht es? Probiert's mal aus, ja? Aber wenn du als Frau gehst, alleine gut, gehst du halt zweimal wegen der Umtauscherei. Du kriegst aber, das liegt nicht daran, dass wir Frauen so dumm sind. Ich habe das recherchiert, ich habe mit den betroffenen Frauen gesprochen. Das liegt daran, dass die Männer uns das nur so unglaublich scheiße erklären. Oder? Da! Nee, pass auf, du hast die Klinke in der Hand, du willst gerade losgehen. Da kriegst du hinterhergerufen, hör mal, bringst du mal so einen 18er Kreuzschlitzüberdrehungsschraubenzieher mit? Hm? Hör mal, kaufst du mir in der Zeit eventuell ein paar Binden mit Flügelchen? Ja, gut. Wir haben beide nicht das bekommen, was wir haben wollten. Ja? Der hatte nachher ein Brecheisen und ich hatte eine Packung Tena Lady. Guck mal, man hört glockenklare Frauenlachen, weil die Männer jetzt alle hier zwischen sitzen und denken, was daran falsch? Mal ganz unter uns, Tena Lady, ja? Das sind die großen Kavenz-Männer. Hör mal, ich hab die einen Tag getragen, war ja ein Geschenk, wollte ich höflich sein. Muss man doch. Ja, hat er mir doch geschenkt, habe ich einfach laufen lassen, ist doch egal dann. Nee, pass mal auf, ich möchte mit diesem Tabuthema mal brechen. Wir müssen mal Leichtigkeit in diese Tena Lady Sache. Ich möchte nicht, dass hier einer Frau das nochmal passiert, was mir passiert ist. Es ist auch eine Aufklärungssache hier. Guck mal, Jungs, für alle Männer jetzt hier, auch am Fernsehen. Das hier, das sind Tena Lady, ja? Das ist Pens, genau, Pens. Das ist keine Binde mit Flügelchen, die sehen anders aus. Das ist doch wahr. Der kommt ja mit so einem... Hör mal. Ganz mal unter. Wir müssen uns nicht schämen. Es ist alles in Ordnung. Ja, wir müssen das mal besprechen. Ich bin mittlerweile. Die sind richtig geil. Ja? Ich bin Tena Lady Fan. Ne? Wisst ihr, wofür die super sind? Da hat übrigens eine Frau im Publikum mal gerufen an der Stelle: zum Fenster putzen. Wir haben nicht ermittelt, wie. Ja? Von mir ein Ratschlag für alle. Tena, wofür die richtig gut sind? Wenn ihr Fahrrad fahren wollt. Ja? Was denn, wenn du keinen Gelsattel hast, das ist richtig weich, ja? Das kannst du. Und was bei mir auch ist jetzt hier im Winter, ich brauche frische Luft, fahre trotzdem mal Fahrrad, hab super empfindliche Ohren. Habt ihr immer eine Mütze parat? Dann kannst du, pass auf. Was denn? Das auch. Guck mal. Mit Schal. Ne? Das ist auch für die Männer ein guter Tipp. Für die Männer, die müssen aufpassen. Ja? Ihr braucht hier hinten Haar. Ne?
Sonst ist da trotzdem kalt. Und das geht super. Es ist ganz warm, es ist leicht. Wenn es regnet, ein bisschen schnell nach Hause fahren. Ja, das ist dann schwierig. Aber ansonsten geht das super. Es ist auch ganz, man merkt es gar nicht. Ne? Es ist ja, aber wofür die auch richtig, richtig super, ein Tipp von mir nochmal, wofür die richtig gut sind, ist, also jetzt mal ganz unter uns, wenn ihr saufen gehen wollt, ja? Ihr könnt stundenlang an der Theke stehen bleiben, ihr verpasst nichts, ja? Man ist als Frau immer noch so neugierig, ich will immer alles mitkriegen. Dann bleibe ich die ganze Zeit an der Theke. Dann lernst du Typen kennen, glaubst du gar nicht, ne? Die sagen dann zu dir, hör mal, musst du eigentlich gar nicht mal zur Toilette? Ich? Nee. Muss nicht. Ich kann, ich hab. Ja. Entschuldigung. Ich meine, was trinken wir als Frau? Piccolo und Kurze. Geht rein. Ja? Jetzt. Gut, Folgendes. Ich bin Weizenbier-Fan. Na? Das ist schon viel. Ja? Das wird schwer auch, dann muss man da wissen. Das ganze System ist auch noch nicht total ausgereift. Also, nach ein paar Stunden fängst du auch an zu jucken. Ne? Guck mal, das ist wie bei den alten Wollstrumpfhosen. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Die alten Woll, hier die Ergolan oder was auch immer man hatte, diese Wolldinger, wenn du da rein aus Versehen oder auch einfach, weil dir kalt war, also oder du nicht mehr schnell genug zu Hause warst. Erst ist es ganz warm, alles, ne? Dann fing es an zu jucken und dann gab es ganz schlimme Pusteln, ja? Das ist aber, ich wollte auch ganz noch hier als Tipp für euch ans Herz legen. Tina Lady, Kölner Karneval, ne? Hier im die Toiletten, da kommst du doch gar nicht drauf, da ist doch alles voll. Und da zieht einfach ein großes Kostüm an, das Ding drunter geht. Ja? Geht für den ganzen Abend. Kölsch ist auch nicht so viel. Also, denkt mal drüber nach. Mein Tipp für euch. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön.